Zug unterwegs nach Hamburg, Himmel ist frei. Alle Teams Bericht. Team 1, das Präsidentenbüro ist gesichert. Turbulenz, 3. Oktober, 18.30 Uhr, Andrei Hakarov, russischer Flugsicherheitsagent. Und das darunter habe ich gelesen. Nö, 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 du gehst nicht herein. Nö, 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 nö. 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 Nö, nö. Nö, nö. Nö, nö, nö. Was wirst du ihm sagen? Hören. Du bist der Präsident. Du bist hier, um zu lenken, nicht um zu denken. Habe ich recht? Ich bin viel kleiner als der. Herr Präsident. Hallo, Herr Präsident. Ziel erfüllt. Meine Herren, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Frieden oder Krieg, Leben oder Tod. Und zum Wohle unserer Kinder brauchen wir Frieden. Herr Präsident, jetzt ist nicht der Zeitpunkt für Zugeständnisse. Wir vernichten unsere Feinde, wenn wir sie zu Freunden machen. Auch mit unseren Differenzen können. Das sind Schüsse! Das Flugzeug wird entführt! Sie sind im Cockpit! Also, eine Frage, wie kommen sie überhaupt da rein? Wir brauchen Hilfe! Wow! So. Oh. Pau, 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 pau. Natürlich gehen sie zuerst auf mich, obwohl da Qualmschwaden sind. Mal gucken, habe ich hier... Da habe ich eine gute Waffe. Kleine AK. Oder? Ist das eine AK? Ich weiß es gar nicht. Warum habe ich auf... Ach so. Ach, das war ein Verbündeter. So, da ist eine meiner Lieblingsmissionen, weil das voll lustig ist, hier so voll rumzufliegen. Jetzt in der Luft. Okay, man erkennt, das muss ich auch zugestehen, man erkennt hier kaum, wer Freund und Feind ist. Freund-Feind-Erkennung ausgeschaltet. Und einfach nur alles ballern, was geht. Ich muss nachladen. Und ich bin tot. Nee, doch nicht. Und alles fliegt hier rum und ich muss wieder nachladen. Da. Ist schon lustig gemacht. Oh, erstmal erholen. Also ist schon beachtlich, so einen Feuerhagel zu überleben. So, nehme ich die. Die ist geil, die Waffe. Die ist im Online-Modus, die richtig, richtig krank. Da kann man durchgehen, durch Menschenmassen kann man da durchgehen und man haut einfach alles weg. Ins Bein schießen. Ist hier noch wer? Da hinten gammelt noch einer rum. Friedlich. Au, 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 au. Wow. Okay, ich habe schon keine Munition mehr für das Teil. Gehst du mal bitte vor? Bitte. Gehst du bitte vor? Autsch, ja, aber die geilste Schrotflinte überhaupt. Wo bist du? Ich hab dich schon gerade gesehen. Da. Boah, die ist so krank. Die schießt wie ein Maschinengewehr. Das ist voll die kranke Waffe. Sie haut einfach alles weg, was ihm im Weg steht. Ich frag mich, wie man so eine Waffe überhaupt erfinden kann. Ist ja krank. Ist quasi ein Maschinengewehr, nur mit Streuung. Verdammt. Das war doch wieder ein Verbündeter. Ach nee. Ich bin noch keinmal in der Mission gestorben, nur ich musste die Mission nochmal machen, weil ich auf Verbündete geschossen habe. Kann das?
Das kann, glaube ich, gut sein. Lag. Hat wieder eine neue Datei aufgemacht. Scheiß Fraps. Pabau. Da ist noch einer. Da kommt noch einer. So, jetzt hole ich mir wieder diese... die Schrotflinte. Du machst mich nicht kalt. Das. Aufstehen. Und durchgeballert. Voll die geile Waffe, ey. Ich liebe diese Waffe. Die verballert zwar so viel Munition, aber die ist richtig gut. Bam. Ich habe ja schon fast keine Munition mehr für das Teil. Wow, 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 wow. Sie läffelt. Bam. Bam. Okay, okay, okay. Ich hoffe, das Spiel ist da jetzt gespeichert und ich muss wieder von vorne anfangen. Natürlich nicht! Was, wie hätte ich darauf kommen soll, dass ich da vielleicht gespeichert habe? Aber das war auch eine scheiß Waffe zum Stürmen. Sei, der Schrotflinte ist ja eigentlich zum Stürmen da. Nur... die hat so schnell die Munition aus, dass... da kann man gar nicht gucken, so schnell feuert die. Jetzt, ich bin das erste... nee, ich bin das zweite Mal jetzt gestorben. Aber ich habe auch keine Blendgranaten oder so. Ist auch ein bisschen schade. So. Wow, 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 wow. Wir haben schon einen sehr niedrigen Schwerpunkt, also wir fallen kaum um. Das muss man schon bestätigen. Und ich frage mich echt, wie die da immer reinkommen. Im Flugzeug, was so viele Sicherheitsbarrikaden hat im Flughafen. Wahrscheinlich haben die den Flughafen total auseinandergerissen. Weil... es wird ja jetzt immer gesagt, so, ja, wir machen so viele Sicherheitsvorkehrungen, dass da überhaupt nichts mehr passieren kann jetzt so. Aber es passiert ja eigentlich schon ab und zu. Es kann halt immer passieren. Nur, dass sie mit so vielen dann auf einmal im Flugzeug sind, das ist schon etwas krank. Aber muss man sagen, die haben geschlafen am Flughafen. So, ich habe keinen Bock zu sterben. Geh du mal vor. Du bist ja unendlich, quasi. Ziel erfüllt. So, den da hinten ausschalten. Den da ausschalten. Und hier in der Ecke ist am meisten auch immer einer. Präsident, lauf vor. So, das ist jetzt sehr episch. Das ist jetzt echt episch. Ich glaube, hier kommen auch noch ein paar. Jo. Das sieht so geil aus. Und sie feuern immer noch auf einen. Ich glaube, die sind aber tot. Das sieht so geil aus, wie hier alles so zerfetzt wird. Aber Respekt an den Piloten. Respekt an den Piloten, muss man ganz ehrlich sagen. So ein Teil zu landen, weil wie hoch sind eigentlich die Überlebenschancen bei einem Flugzeugabsturz? Also ich glaube nicht sehr hoch. Aber es passiert ja auch nicht so häufig. Na los, Agent Kharkov. Wir müssen den Präsidenten finden. Sagt ja immer, Flugzeugfliegen wäre so sicher. Und es passieren ja auch mehr Unfälle als mit dem Auto als hier mit dem Flugzeug. Aber wenn man mal überlegt, dass ein Autounfall
kann man ja theoretisch eigentlich jetzt mit den Sicherheitsvorkehrungen, die man heutzutage hat, kann man ja eigentlich schon überleben. Nur halt nicht, wenn man so mit 130 Sachen gegen einen LKW oder so rast. Das kann man natürlich nicht überleben. Der LKW-Fahrer schon, weil der spürt da drin nicht viel. Aber ein Flugzeug, ich glaube, das ist schwer, so ein Flugzeugabsturz zu überleben. Das ist, glaube ich, schon die, also die Todesrate ist, glaube ich, schon höher, als wenn man mit, oder die Todesprozentzahl ist, glaube ich, schon höher, als wenn man mit dem Auto fährt. Glaube ich zumindest, ich weiß jetzt, ich bin ja kein Experte darin. Der explodiert doch alles. Wir stehen und kämpfen. So, müssen wir den Bereich hier kurz sichern. Das ist nicht der Präsident, aber es haben sau viele überlebt. Sau viele vom Sicherheitspersonal. Hinter dem brennenden Sofa einfach mal hinstellen. Wie kommt das eigentlich hier hin? Man kann von hier eigentlich ganz gut alles überblicken und alles ausschalten. Und die treffen auch einen nicht so oft. Außer das, das Gewehr da hinten. Das müsste man schnell ausschalten. Weil sonst ist man leicht gearscht. Aber natürlich treffen die einen auch so. Weil die einen natürlich so gut erkennen können von da hinten. Oh, ich habe einen ohne Ziel, habe ich einen Platz gemacht. So. Da hinten noch den töten. Wow, 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 wow. Ganz locker, ihr Typen. So, jetzt werde ich zu der Kiste vorsprinten. Da hat sich einer gemütlich gemacht. Jetzt verstecke ich mich hinter der Leiche. Sollte mich eigentlich keiner hier erkennen. Au. Aber das ist natürlich auch ein bisschen aber es ist nicht so schwer wie auf so einem kleinen Areal, wo dann unendlich Typen nachkommen, bis man dann vorgerückt ist. Also das ist schon ein bisschen einfacher für den Überblick. Obwohl hier stehen schon viele Autos, also. Wir kommen auch nicht unendlich, da ist das Gute dabei. Hier ist es irgendwann Schluss und man kann einfach vorrücken. So. Ach, nein! Das ist fies. Oh, es hat mich gesehen. Das feuert natürlich nur auf mich. Aber ich schalte es aus. So, kurz zu der Kiste vorrücken. Ja, zum Glück haben wir hier einen Speicherpunkt. Sonst wäre das ziemlich doof. Nein, keine Granate. So. So, hoffentlich läuft das gerade. Und ich feuer einfach auf Instinkt. Also, wenn da ein Typ läuft, in meiner Nähe, schieße ich da drauf. Und im ersten Moment sieht der ja auch nicht so aus, als ob der ein Freund wäre. Das ist ja das Problem. Die sehen ja alle gleich aus. Man kann ja auch heutzutage schwer einen Feind von einem Freund erkennen, weil alle haben diese Tarnanzüge an. Ist doch schon schwer zu erkennen. Also, wenn man so ein Foto sieht von so einem irakischen Soldaten und amerikanischen Soldaten, frage ich mich manchmal echt so, wo liegt da der Unterschied? Das ist echt heutzutage ein bisschen schwer. Ein bisschen tricky. So.
Jetzt müsste eigentlich... Oh, Fraps macht eine neue Datei auf. Schon wieder. Ey, da hinten war es wirklich einer. Das war's schon. Das war's schon. Richtig gut. Das, da war wieder das Maschinengewehr. Mit Streuschuss. Na, schon wieder. Code schwarz. Aber schon ein dunkler Code. Schwarz. Dann haben wir es gleich auch geschafft. Oder wir haben es jetzt geschafft. Jetzt kommt nur noch der Heli und holt uns ab. Oder? Ja, da ist der Heli. Der holt uns schnell ab und dann ist das schon erledigt. Aber es ist niemals so einfach. Ne. Wir müssen natürlich die Tür aufmachen. Und ratet mal, was jetzt passiert. Wir kriegen eine Kugel in den Kopf. Dort. Wissen Sie, wer ich bin? Ja. Dann wissen Sie auch, was ich will. Sie sind wahnsinnig. Russland wird ganz Europa erobern. Selbst wenn nur noch ein Haufen Asche übrig ist. Ich will die Startcodes, Herr Präsident. Bekommen Sie nie. Jeder hat eine Schwäche. Findet das Mädchen mal. Ah, die Tochter ist in Sicherheit, das ist gut. Wir haben einen Kopfschuss überlebt, also das ist schon krass. Der Typ hatte schon was drauf. Der russische Präsident ist nie zum Friedensgipfel in Hamburg eingetroffen. Wo er sich befindet, ist derzeit nicht bekannt. Genauso wenig wie... Sieht aus, als hätte Makarov seine nächste Karte gespielt. Wenn er wieder da ist, dann sollen es auch alle wissen. Wo fangen wir mit der Jagd? Afrika. Makarov lässt über eine paramilitärische Gruppe Lieferungen nach Sierra Leone bringen. Von dort gehen sie nach Marokko und weiter nach Spanien. Er geht nach Norden. Genau vor die Tür Ihrer Majestät. Woraus besteht die Fracht? Ich weiß es nicht, aber für ihn ist sie wichtig. Dann will ich sie. Wir können über den Fluss näher rankommen. In dem Lager ist eine Fabrik, wo sie die Lieferung verstauen. Aber die Miliz im Hochland schlachtet seit Monaten alle. Wir sind bestimmt überall. Makarov würde nichts ungesichert verschicken, wenn es nicht irgendeinem Zweck dienen würde. Und die Chancen stehen gut, dass der Bastard alles selbst überwachen wird. Wenn er wieder auftaucht, dann tun wir so. Ich glaube mal, das war auch genug für heute aufgenommen. Weil die Mission ist echt geil. Muss man echt sagen, die ist geil, die Mission. Die gefällt mir. Nikolai, wir sind knapp außerhalb des Dorfes. Verstanden, ich hole euch in einer Stunde ab. Die Fabrik ist nicht weit weg. Makarovs Ladung sollte dort sein. Und leise... Das mache ich das nächste Mal. Leise vorgehen. Also, ich sag bis zum nächsten Mal, Leute, bei Let's Play Call of Duty Modern Warfare 3. Ciao, Leute.